Und wir wollen jetzt hinterfragen, wie sicher die Corona-Impfungen sind oder sein werden. Und dazu begrüße ich in unserem Außenstudio jetzt den Impfreferenten der Ärztekammer Burgenland, den Kinder- und Jugendarzt Albrecht Briller aus Neufeld, der seit dem Sommer auch im nationalen Impfgremium sitzt. Schönen guten Abend, Herr Doktor. Einen schönen guten Abend. Herr Doktor, beginnen wir gleich mal mit den Impfungen oder der Impfung, die zur Verfügung steht. Und zwar BioNTech hat den entwickelt und Pfizer und wurde auch von der EU noch vor Weihnachten zugelassen. Wie genau wirkt dieser Impfstoff in uns? Was macht er mit uns? Also bei diesem zugelassenen mRNA-Impfstoff ist es ja anders wie bei den bisherigen Impfstoffen. Hier wird nicht das Virusprotein gespritzt, sondern hier wird nur der Baustein, das heißt der in der RNA, in dieser Ribonukleinsäure festgelegt ist, für das Protein da ist. Ja, das heißt, dem Körper wird das zugeführt und es kommt nicht in den Zellkern, sondern kommt nur in das Zellplasma und wird dort von den Ribosomen, das sind für die Immunabwehr auch Verantwortliche, wird diese gelesen und das Protein wird produziert, wird dann an die Zelloberfläche transportiert und dort vom Immunsystem erkannt und dann werden die Antikörper gebildet, mit dem ich dann immun gegen die Corona-Infektion bin. Und was natürlich jetzt viele interessiert, viele, die einfach auch skeptisch sind und die sich Sorgen machen, wie diese Impfung, die ja schnell entwickelt werden musste, wirkt. Kann diese Impfung zu Langzeitschäden führen? Also 100%, dass es keine Langzeitschäden gibt, das kann ich von keinem Medikament behaupten. Ja. Also das ist überhaupt bei der Zulassung, kann ich über ein zugelassenes Medikament, eine andere zugelassene Impfung, gibt es nie die hundertprozentige Sicherheit. Ja? Dazu muss ich einfach über Jahre oder Jahrzehnte das Ganze verfolgen. Ja? Und darum wird ja auch weiter beobachtet. Aber was ich gesehen habe, dieser Impfstoff hat die ganz normalen Phasen, was jeder Impfstoff durchlaufen muss, auch durchlaufen. Und ist ja an zigtausenden, ja, BioNTech an über 40.000 und der Moderna, der auch ein mRNA-Impfstoff ist, an 30.000 Freiwilligen getestet worden. Und hier habe ich bereits doch eine mehrmonatige Beobachtungszeit, dass es hier zu keinen schweren Nebenwirkungen gekommen ist. Reden wir ganz kurz über die Nebenwirkungen. Es gibt ja Impfreaktionen und Nebenwirkungen. Was muss man da erwarten, wenn man sich impfen lässt? Also bei diesen neuen Impfstoffen, die ja sehr, sehr reaktogen oder das Immunsystem sehr gut reagiert auf diese, kann es speziell zu Impfreaktionen, die lokal oder systemisch sein können. Lokal heißt, ich habe einen geschwollenen Arm, es kann rot werden, hart werden, es kann wehtun. Ja, das systemisch, ich kann Fieber bekommen, mir kann übel sein, ich kann so grippeähnliche Symptome haben, Kopfschmerzen. Ja, das tritt innerhalb relativ bald nach der Impfung auf und dauert 1 bis 2 Tage. Dann klingen diese Symptome ab und das habe ich in der Studie auch gesehen. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass viele skeptisch sind, viele besorgt sind und viele sagen, ich warte mal ab. Wie lange müsste man denn abwarten, um sozusagen mögliche Langzeitfolgen zu sehen? Also das habe ich vorher erwähnt. Im Prinzip müsste ich Jahrzehnte abwarten. Jahrzehnte, ja. Okay. Aber es geht ja darum, dass ich hier, wenn ich diesen Impfstoff, jetzt sage ich, beobachte den 10 Jahre und ich mache 10 Jahre eine Studie, dass ich dann den da einer Bevölkerung vorenthalte, wo ich eigentlich Schaden abwenden könnte. Das heißt, wo ich Tote verhindern könnte oder auch gefährliche Erkrankungen. Und das ist ja auch die Post-Covid-Erkrankung, die Covid überstanden haben, gibt es ja viele, die noch nach Monaten noch immer mit Müdigkeit, Abgeschlagenheit, ja, also dass die nicht belastbar sind, mit Kopfschmerzen kämpfen. Also dieses Syndrom gibt es ja. Was, wenn ich mich impfen lasse, muss ich dann weiterhin Maske tragen? Bin ich dann noch ansteckend? Maske tragen müssen wir sicher. Also solange nicht genügend in der Bevölkerung durchgeimpft sind, muss ich auch Maske tragen, Abstand halten. Es ist ja zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht ganz geklärt, ob es nicht möglich ist, wenn ich als Geimpfter, ob ich nur einen Individualschutz habe, das heißt nur ich geschützt bin, aber nicht trotzdem das Virus übertragen kann. Hier laufen Studien zu dem, ob das möglich ist, was ziemlich sicher sein wird, auch wenn ich es übertragen kann, dass die Zeit, wo ich es übertrage, kürzer ist und die Viruslast eine deutlich geringere ist. Also anders als wenn ich mit einem Covid-Kranken Kontakt habe, ist die Gefahr nicht so groß, dass ich, wenn ich noch ungeimpft bin, daran erkranke. Aber der Individualschutz ist gegeben. Der ist zu 95%, habe ich einen sicheren Schutz. Und die anderen, die zwar einen nicht genügend Schutz aufbauen, haben aber die Sicherheit, dass sie nicht an einer schweren Covid-Erkrankung erkranken. Ganz kurze Frage, bitte um eine kurze Antwort. Wie viele Menschen müssten sich denn impfen lassen, damit wir im Sommer eine Normalität erlangen?
Also nach bisherigen Berechnungen sollten es 2/3, das heißt 66-70% sein, um eine gewisse Herdenimmunität aufzubauen. Herr Dr. Briller, vielen Dank für diese Informationen. Ich danke auch. Dankeschön.